Und damit willkommen zurück, direkt mit der Bestie, was vielleicht nicht so eine schlaue Idee war. Doch, glaub mal. Wir benutzen jetzt gleich mal Schwalbe, dann hauen wir mal den Stein da drauf und dann hauen wir erstmal ab. Okay, ich sollte vielleicht mal einen Gruppenkampfstil auswählen, um erstmal die Bargästen zu töten oder respawnt der welche? Weiß ich nicht genau, ich habe das nicht ganz mitbekommen. Ich habe da einfach nur auf die Bestie raufgehauen. Mit welchem Kampfstil? Mit dem schweren, glaube ich, bin mir sicher. Los, war der schwere. Vielleicht bin ich wieder gestunt. Was kann man gegen den Stun machen? Gar nichts? Ich wüsste jetzt nichts. Gibt bestimmt irgend so einen Resistenztrank, den man da nehmen kann, aber. Ja. Schön, dass sie mich einkesseln, die Wichser. Ah, gut, man kann drüber jumpen. Wenn man es richtig anstellt. Ich wollte nämlich gerne erstmal ein bisschen healen. Heal schnell, schnell, ich brenne. Danke, ich stehe zwar 2 Kilometer von der Wand entfernt, aber ich brenne. Toll, dass man 2 Kilometer von der Wand entfernt steht und brennt. Ich glaube, die Viecher kann ich auch anzünden, weil die brennen auch. Also zumindest die Bestie brennt. Falls du mal auf sie geachtet hast. Ja, aber ich laufe zu nah an die Wand ran und brenne dann. Und ja, ich habe auf sie geachtet, danke. Ich laufe zu nah an die Wand ran und brenne dann. Ich laufe gerade im Kreis vor denen weg. Und fange deshalb die ganze Zeit an zu brennen. Wie lange hält Schwalbe? Sieben, na keine Ahnung, ich glaube 2 Stunden oder so. Stunde 30 noch, okay. Okay, ich hab sie one-hit. Gut, dass sie paralysiert war. Ah, jetzt kommen die Dorfbewohner. Danke, dass ich nicht mehr looten darf. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant! Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel! Du willst mir jetzt sagen, Geistlicher, ich habe gerade die Beste besiegt, ne? Und du willst mich trotzdem noch umbringen, du Wichser? Mit deinem komischen Äxtchen? Ich hau dir aufs Maul, Junge, das wollte ich seit Anfang an machen. Scheiß Kinderschänder. Die Kirche, immer alle nur am Kinderficken. Scheiße, jetzt konnte ich aber eine Quest nicht abschließen. Welche? Die mit Haaren, Borg, Dingens zu spielen. Würfeln? Ja. Hab ich auch nicht gemacht, glaube ich. Und Odo, ja genau, Odo, Fettsack hier, komm her. Alle kalt gemacht. Und Abby ist schon wieder tot. Sie ist tot. Das hat sie bei mir überlebt. Okay, jetzt steht sie wieder auf, Gott sei Dank. Gut, jetzt looten wir erstmal alles. 120 Watt. Was ist das? Hauch des Jenseits und Ektoplasma. Habe ich gar keinen Platz für. Oh, doch, habe ich. Sind scheinbar Zaubersachen. Ich krieg so ein Silbertalent. Nice. Der Geistliche hat Freibrief dabei. Geil. Und 250, ja klar. Ich wette, das hat er den Wichsern abge... Oh. Cutscene. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Wer wäre ich denn sonst? Habt Dank und lebt wohl. Abigail hört einfach ab.
Was hast du bei ihr eigentlich geantwortet? Wer wäre ich wohl sonst? Oder, ja. Okay. Weil ich nehme, das kleinere Übel ist eigentlich richtiger. Ja, aber das klingt so gemein. Ja, deshalb habe ich auch nicht gesagt. Ich wollte ja auch nett sein. Chimärische Eisenachs, Steinhammer. Lass mich alles looten, Alter. Der hat auch 100 Gold dabei. Diese ganzen Rich Nigger. Okay, was ist jetzt unsere Aufgabe? Last der Vergangenheit. Ich sollte in Vizima nach Loivadan suchen. Kann ich machen. Ich kann gegen Haaren Poker spielen. Nein, kann ich nicht mehr. Kannst du mit der Leiche spielen? Ja, würfel endlich. Er ist tot. Er soll würfeln. Faustkampf muss ich mit stärkeren Gegner suchen. Würfelspiel muss ich wieder spielen. Bengars Geheimnis. Auch nach Wismar. Vizima, Entschuldigung. Du hast eben gerade schon richtig ausgesprochen. Ich weiß, aber ich vergesse es 10 Sekunden später wieder. Übrigens, jetzt nehmen wir seit 25 auf. Das muss ich mir merken, dann um 45 Feierabend. 20 nicht so Minuten? Letzte Part. Ja, nee, 30 mache ich immer, ne? Ja. Also um 55, okay. Psst, hat doch keiner gemerkt, oder? Gut. Wieso liegt da ein Leichnam? Da liegen überall Leichname. Der ist neu, oder? Nee. Ja. Nee, der ist alt, den habe ich vorher schon mal durchsucht. Ich nehme einfach nochmal mit, was noch was geht. So, Gott sei Dank steht hier nicht viel rum. Was man mitnehmen kann. Haben wir denn jetzt hier noch eine offene Quest oder können wir jetzt nach... Soll ich jetzt zu Shani gehen? Okay. Also haben wir hier keine offene Quest mehr, die wir machen können. Eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt keine. Gut. Ich glaub dir. Entschuldigung, ich war gerade leicht abgelenkt. Ach Gott. Oh, ich habe meine kalte Fanta noch hier. Ich habe eine warme Fanta, obwohl. Die ist kühl. Ich habe eine aus dem Kühlschrank. Ich habe eine normale. Okay, das ist schön. Oh, verschlossene Tür, man könnte noch in die Häuser gehen oder was? Oh, hier liegen noch mehr Leichen. Die man aber nicht durchsuchen kann, schade. Eine rothaarige, was? Wieso liegt die Leiche von einer rothaarigen? Weil du sie getötet hast. Nein. Als du besoffen warst. Haben die irgendwie alle Frauen umgebracht? Ach ja, hat er auch gesagt, Frauen sind die Wurzel allen Böses. Ja, die haben alles umgebracht. Das sind echt nur rothaarige. Und ein Kerl? Es gibt, glaube ich, in diesem Spiel nur rothaarige Frauen. Ich habe eine grünhaarige weggeknallt schon. Danke für den Spoiler. War es wenigstens eine Hure? Vielleicht. Ich will hoffen für dich, dass es eine Hure war, sonst hättest du mich gespoilert. Noch eine rothaarige. Vielleicht habe ich dich gespoilert, vielleicht nicht. Wer weiß schon. Ich glaube, du hast mich gespoilert. Welches von den Gehäusern gehörte nochmal Abigail? Das Haus, wo Abigails Haus dran stand? Ja, von denen hier noch keins. Von... Ne, hä? Hä, wo bin ich denn? Verdammt, jetzt bin ich in der Stadt. Ich bin falsch gelaufen. Bin ich komplett behindert? Ach, da unten waren wir. Ich bin komplett in die falsche Richtung gelaufen erstmal. GG, Fischi, GG. Hauptsache, hier liegen nur noch Tote rum, Alter. Das ganze Dorf ist erstmal vernichtet.
Schade, ne? Ich vermisse das Dorf schon. Ja, irgendwie ist das ziemlich cool gewesen, aber ich freue mich auf Visima. Ja? Ich glaube schon. Ich weiß es ja noch nicht. Ich schon. Ja, und du hast trotzdem weniger Spielstunden als ich. Ja, wenn du dein Spiel auch 3 Tage lang anlässt. Oh, das ist aber... Oh, der Jägersmann lebt noch, cool. Das ist aber Unterstellung, würde ich sagen. Kannst du mal kurz nachgucken, wie viele Stunden ich jetzt schon habe? Nö. Bitte? Das Spiel geht ja online. Ah, okay. Du kannst doch trotzdem gucken. Ich hab's nicht über Steam. Oh. Ich auch nicht. Merkst du früh. Kommt man nicht trotzdem ins Overlay? Nein, außer ich schaue über Steam, was ich nicht mache. Dann kommt man aber ins Steam Overlay? Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja, wenn du Steam was, so ein Spiel bei Steam hinzufügst, so über die Echse, dann... Das ist ein Ghoul. Du bist ein Ghoul. Wieso ist dann Ghoul? Wieso bist du ein Ghoul? Griff man einen Ghoul über schwere Angriffe an? Ich weiß es schon nicht mehr. Ja. Erstmal ohne Probleme den Ghoul abgefrühstückt. Okay, hat Abigail noch was zu sagen, wenn wir nochmal zu ihr gehen? Oder können ich wir nicht da. Sie vielleicht nochmal bangen? Ich bin ziemlich stolz auf uns. Drei Karten im ersten. Ich glaube, man kann nicht mehr machen im ersten Gebiet. Ich habe nur 2 gemacht. Ich wüsste nicht, mit wem man die dritte machen könnte. Ja, die vierte machen könnte. Ich denke ja keine vierte, also. Nö, da wusste ich nicht welche, aber. Danke nochmal. Was? Nee, schon gut, da gibt's keine. Also. Weiß nicht wen. Du kannst mal kurz online gucken. Ach nee, du spielst GTA online. Kannst du ja lassen. Also, ich kann unbedingt noch ein Video zu aga.io machen. Bitte nicht. Das ist so geil. Hast du es gezockt? Zum Glück nicht, nein. Oh mein, es ist so geil. Du spielst halt und nimmst sofort auf. Mach einen Livestream davon. Okay. Aber nicht heute. Wochenende mach ich einen Livestream davon. Wieso nicht heute? Weil wir darüber nicht reden in der Aufnahme. Punkt. Okay. Danke. Ich kann es dir gleich erzählen, wenn die Aufnahmepause ist, warum ich heute. Okay. Überall ist alles tot, Alter. Überall, wo Geralt hinkommt, ist alles tot. Das ist schon ziemlich komisch. Shani. Geralt, geht es euch gut? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin in Ordnung. Ich erzähle euch alles auf dem Weg nach Visima. Hier bin ich fertig. Ich ebenso. Ich hoffe, ich kehre niemals zurück. So viele schlechte Menschen. Das sind wahrlich keine angenehmen Zeiten, Geralt. Die Pest, drohende Kriege. Dennoch bin ich verblüfft. Wisst ihr, wie die Bestie entstanden ist? Nein. Sie selbst schufen sie unwissentlich durch ihre Missetaten. Kein noch so mächtiger Zauberer hätte das vermocht. Alles, was sie dafür brauchten, war Hass, Niedertracht und Gier. Klingt wie ein Märchen. In jedem Märchen steckt ein Körnchen Wahrheit. Lasst uns gehen. Visima wartet. Ab nach Visima. Mit Mikul sprechen. Ich will nicht mit Mikul sprechen. Den hau ich auch gleich um. Scheiß Vergewaltiger. Muss man da jetzt selbstständig hinlatschen, oder? Ja. Oh, das ist cool. Es ist Nacht. Das ist vielleicht nicht so cool. Warum? Ich habe keinen Bock, noch 6000 Stunden gegen irgendwelche Wichser zu kämpfen. Die Wichser sind doch weg, du hast die Bestie getötet. Oh. Aber ich habe auch einen neuen Talentpunkt erworben, das heißt, ich kann jetzt einfach ausgeben. Oh, ich habe 3 Bronze-Talentpunkte. Ich habe keine Ahnung, woran ich die noch investieren soll. Ich habe schon fast alles. In dein Schwert vielleicht? Ah, mein Schwert. Ruppenstahl. Präzisionspresser 10, Schaden 20, Niederschlag 20. Ein starker Stahl kann ich auch. Oh, Schaden plus 40, aber nur wenn weniger 15% Vitalität. Schaden 20. Habe ich schon.
Bluten 15. Ist Bluten effektiv? Weiß ich nicht. Ich habe gar keine Ahnung, wie Statuseffekte überhaupt funktionieren. Ich habe noch nie gesehen, dass einer überhaupt funktioniert hat. Die ganzen vier machen immer eine komische Animation. Ich habe gar keine Ahnung, was das heißen soll. Die machen Animationen? Ja, die machen wirklich Animationen, wenn ich die schlage. Und dann tanzen sie ein bisschen rum und dann sind ich da ein bisschen rum und plötzlich sind sie tot. Oder? Ja, dann krepieren sie einfach. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was in schneller Stahl geschmiedet, dass die Angriffe stun, glaube ich. Weiß ich schon wieder nicht mehr, habe ich schon wieder vergessen. Wo ist Shani? Ist die losgelaufen ohne mich? Ja. Dann darf ich annehmen, sie ist schon da. Und wird vergewaltigt. Nein. Ah, ich muss jetzt zur Mühle, okay. Also zum Mühlentor. Oh. Aber langsam kann ich das Dorf aber auch schon nicht mehr sehen. Einfach, oh, da ist sie ja. Schnell, Geralt. Verlassen wir diesen verfluchten Ort. Hä, bleibt sie einfach 20 Meter weiter stehen? Ja. Okay. Ich frag mal den Jäger, ob er mitkommen will. Er Bock noch, wie sie mal mitzukommen? Ja klar, warum nicht? Seid gegrüßt. Okay, man kann ihm nicht sagen, dass wir gehen. Schade. Hatte ich erwartet, ehrlich gesagt. Das wäre ziemlich cool gewesen, wenn man einfach alle Leute hätte mitnehmen können. Abigail geht ja sowieso. Wo sind eigentlich die Kinder? Tot. Du hast sie gegessen. Und jetzt nochmal ohne Scheiß? Keine Ahnung. Wahrscheinlich tot. Ja, man hat Alvin ja gerettet. Und die anderen beiden Kinder. Kombiniere, da ist wohl nichts im Busch. Oh Mann. Oh, immer diese Wege aus dem Dorf, das ist so, boah, so ermüdend, dieses Dorf. Ich finde es schon ziemlich cool, dass wir jetzt endlich mal nach Vizima kommen. Ich bin übrigens immer noch nicht weiter als Vizima. Meinst du, ich überhole dich noch? Glaube ich knapp nicht. Gehen wir mal ein Mäuschen besuchen. Oder ist Mäuschen mit draufgegangen bei dem Angriff? Ich glaube nicht. Welches Mäuschen? Ja, das Mäuschen, was du nicht hier bangt hast. Wieso Vesna? Ich mache hier keine Vorwürfe. Kannst du einfach nur ihren Namen nicht merken? Ich weiß noch, als ich in dem Alter war. Was? Kannst du einfach nur ihren Namen nicht merken? Ja. Ihre Großmutter macht ihr keine Vorwürfe. Weshalb willst du denn ihr Vorwürfe machen? Weil ich sie geknattert habe? In die Kapelle möchte ich nicht nochmal rein. Zum Haus des Geistlichen. Vielleicht kriegt man hier noch irgendwas. Ich glaube nicht. Ja, ich gucke mich sehr gründlich um, ich weiß. Dafür sind die Parts auch 1000 Jahre lang. Und die guckt eh keiner. Also hört auf zu meckern. Die ihr nicht da seid. Warum guckt Jörg die nicht? Weil Jörg keine Zeit hat. Aber Jörg... Professor Dr. Jörg... Hey, jetzt mal ohne Scheiß. Sind die nicht mehr da? Wer denn? Ah, Ertrunkene gibt's aber trotzdem noch, okay. Ja, klar. Ja, die ganzen Bewohner, wo sind die alle hin? Also, es sieht so aus, als wären die alle tot. Oh, dann ist unser Mäuschen auch tot. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Miko lässt Mönche und Quarantäne mit Essen rein. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Es wurde eine Quarantäne verhängt. Ah, Miko kann ja nicht mal Quarantäne aussprechen. Vizima liegt hinter diesem Tor. Hierher kehren wir hoffentlich niemals zurück. Das hoffe ich auch. Die Bestie ist tot. Die Salamandra sind tot. Und die Bauern auch. Hm. Ich habe einen Pass. Mikul sollte uns einlassen. Gehen wir. Ich würde ihn lieber umbringen, als dass er uns einlässt. Hast du versucht, ihn totzuschlagen? Aha. Cutscene. Soll ich gegen ihn noch ein bisschen Poker spielen oder soll ich erstmal in die Stadt gehen? Weiß ich nicht. Magst okay, du Poker? Poker. Nein, nicht so unglaublich gerne, ne? Aber man kann es ja mal machen. Würfeln! Habe ich auch gemacht, als wir in der Nacht auf sie gewartet haben. Stimmt ja. Wir haben nichts? Doch, einen Doppelten. Und er hat...
Er hat einen Vierer. Nice. Passen. Nächste Runde. Oh, jetzt haben wir aber drei gleiche schon mal. Und er kriegt auch drei gleiche. Er hat genau die. Er hat fast genau die gleichen Zahlen wie wir. Hat er bessere als du? Er hat dreimal die 4, ich auch. Dann hat er einmal die 5, ich auch. Und er hat einmal die 1, ich einmal die 2. Okay. Komm schon, noch zwei Vieren, bitte. Ah, nichts mehr. Komm schon, ja, auch nichts mehr. Zwei Einsen hat gewonnen, fuck. Okay. Ich habe Haushoch verloren. Sehr gut. Also konnte ich noch weg. Ich wollte nämlich noch mal gucken, ob man in die Mühle jetzt rein kann. Ich glaube zwar nicht. Nee, abgeschlossen. Schade. Ich wollte ja nicht gehen, bevor ich nicht nochmal alle Karten gespielt habe, ob sie nicht doch noch irgendwo ist. Aha. Mikol, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Mikol. Okay, cool, wir kommen in die Stadt. Ohne Mäuschen? Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Wen haben wir denn hier, Mikol? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel, das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Ein Gotteslästerer Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Irgendwie ist mir nicht so wohl. Was soll das denn jetzt? Kerker? Was? Ja, hast du verdient. Kapitel 2. Hey, lasst mich hier raus. Ich bin unschuldig. Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey, Wärter, verlegt mich wenigstens. Ich will nicht bei den Politischen sein. Politik weicht einem das Hirn auf. Ich bin ein anständiger Dieb. Lasst mich raus. Schnauze, ich bin beschäftigt. Still, Jethro. Ich habe nur eins. Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich. Dieb, genau. Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös. Hey, Schnauze. Hört auf zu kreischen. Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse. Das ist nur welchisch. Absolut großartig. Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Vizima tanzen? Na kommt schon, nehmt die Fäuste hoch. Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung. Ihr seid frei. Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer. Wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. Was? Warum sitzen wir jetzt im Kerker? Und mit dem schlage ich mich gleich. Warum zum Fick? Ich verstehe es nicht. Weil du es verdient hast. Tut mir jetzt leid, dass meine Freundin ein bisschen dazwischen gequatscht hat. Sie kann einfach ihre Fresse nicht halten. Richtig nett. Ich habe ihr gesagt, sie soll die Schnauze halten, wenn ich aufnehme.
Dann kriegt sie auf einmal einen Anruf und kann nicht aus dem Raum gehen, oder was? Ist ja auch egal. Aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum zum Teufel der... Wie bitte? Weil Miko ein Bastard ist. Nein, der Typ hier war der Professor. Mein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Okay, ich rede jetzt erstmal mit den Gefangenen. Morgen ist mein großer Tag. Warum seid ihr hier, Elf? Ich genieße die letzten Stunden meines Lebens. Jedenfalls versuche ich es. Morgen werde ich hängen. Ich habe eine Bitte. Ich habe Spiele schon immer gemocht. Und Jesro hat mir meine Würfel gelassen. Wenn ihr keine habt, leihe ich euch meine. Wir sollen gegen ihn Würfel spielen? Und wir haben eine Waffe im Kerker, das ist logisch. Haben wir? Ja, vor uns liegt eine Waffe. Ein Paar. Er hat... Oh, ein Triple. Wir erhöhen. Ne, wir haben auch ein Triple. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Aber wir haben höheren Triple als er. Und wir haben nichts mehr gekriegt und er... Auch. Doch, er hat einen Vierer gekriegt. Verdammt! Nichts! Ihr habt Strategie, was? Ihr habt... Straight bis 6. Wir haben keine 1. 2, 3, 4, 5, 6. Krass. Ja. Das ist richtig gut, oder? Ja, straight bis 6 das Beste. Ja, dann erhöhen wir doch um 3. Er kann ja gar nicht gewinnen. Das ist nicht das Beste. Nicht? 4 Gleiche sind besser. Ja? Ja. Ich habe gerade verloren wegen dir. Ficker. Hör du bist der Ficker. Warum weißt du es nicht? Psst. Der König in seiner unendlichen Gnade gewährt jedem eine Amnestie, der die Gorgo in den Kloaken bezwingt. Wie bitte? Wie wär's mit dem halben Königreich und der Hand der Prinzessin? Sehr witzig, Hexer. Ich warne euch. Politische Witze bringen schnell Ärger. Ich werde das Ungeheuer töten. Zu spät. Es gibt einen anderen Freiwilligen. Ich bin der bessere Kandidat. Der komische Typ da in der Ecke behauptet, dass er sie mit bloßen Händen besiegen kann. Welcher Typ? Juhu! Dieser Fettwanst? Ihr macht Witze. Hexe, bei mir hier unten haben alle die gleichen Rechte. Sogar die dümmsten. Ihr wollt Freiheit? Dann kämpft darum. Der Sieger darf es mit der Gorgo aufnehmen. Ein Kinderspiel. Das ist eine Gorgo. Okay, das heißt, ich muss mich jetzt mit Muskelmann klatschen. Ich habe Spiele schon immer... Ich bin nicht in der Richtung. Okay, dann klatschen wir ihn gleich mal um. Wer da wohl gesungen hat? Ich bin unschuldig. Das sagen wir alle. Habt ihr die Pampe gekostet, die hier Essen genannt wird? Nein. Laufe gesagt. Die Wände haben Ohren. Vincent Mais. Der Part ist gleich vorbei. Ich kann den ganzen Tag warten. Gut, dann knüppel ich mich noch schnell mit ihm und dann... 3 Minuten. Und laut meiner Uhr 5. Ist es jetzt 2:40. Dann erschlag ich diese Echse und bin frei. Gehen wir es an. Wie schwer fandst du diesen Muskelmann? Naja. Da wusste ich ja nicht, wie man die Faustkämpfe richtig macht. Er hat mich keiner mehr getroffen. Ich finde die Faustkämpfe ziemlich cool. Mich nicht. Fort. Ohne eure Zauber hättet ihr mich nie bezwungen. Ich habe euch das Leben gerettet. Mit der Gorgo ist nicht zu spaßen. Nächstes Mal bezieht ihr die Prügel. Ja, willst du nochmal prügeln?
Hundsfort. Unsere Zauber haben ihn besiegt, bestimmt. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das Recht erkämpft, die Bestie zu töten. Ich bin fast stolz auf mich. Wollt ihr jetzt die Bestie töten oder nur hier herumstehen? Ich brauche eine Waffe. Wie es der Zufall will, haben wir kürzlich ein Hexerschwert beschlagnahmt. Wo? Das geht euch nichts an. Jesro, er mit dem Silberschwert. Das Schwert, das wir bei Thala gefunden haben? Halt den Rand, Idiot. Ja, genau das Schwert. Kann ich es haben? Holt es bei Jesro. Der Rest der Ausrüstung bleibt bis zu eurer Rückkehr in Verwahrung, wenn ihr überlebt. Okay. Gut. Noch etwas. Für den Kopf des Ungeheuers bezahle ich extra, wenn er unbeschädigt ist. Ich gebe mein Bestes. Alter, geil. Wo habt ihr es her? Das da geht euch nichts an. Bringt dem Hexer das Stahlschwert. Ach, das war bei der mit dem Beschlagnahmt. Super. Oh, richtig schön dämlich. Ich bin. Gut. Hast du es geschafft, den Kopf der Hex. Katzin? Das Schwert. Wo war es doch gleich? Beeilt euch. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, wir haben auch einen Trank konfisziert. Wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, könnt ihr eure Habseligkeiten hinter den Gitterstäben abholen. Ich werde danach fragen. Dann hole ich den Professor. Blödsinn. Der Professor macht nur die Drecksarbeit. Wenn ihr was bewirken wollt, müsst ihr gegen seinen Boss vorgehen. Ich bezweifle allerdings, dass es euch gelingt. Er ist ein wichtiger Mann. Er hat Bewegungen. Ihr meint Beziehungen. Ich suche ihn. Vorher müsst ihr eure Begegnung mit der Gorgo überstehen. Passt auf meine Sachen auf. Ich bin bald wieder hier und möchte alles wiederhaben. Hast du es geschafft, den Kopf der Gorgo heile zu kriegen? Das kann man nicht kaputt kriegen, also. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie eine Quest, die man verkacken kann. Was ist das denn? Das ist aber süß. Kann man von der auch ein Foto kriegen? Von welcher? Von der Gorgo. Ja, klar. Okay. Also direkt wegknallen. Dann wollen wir sie mal abhaken, ne? Wir haben ein Silberschwert! Sie ist tot. Hä? Ach, das war nicht die Gorgo. Warum steht das da unten einer? Der Pass übrigens vorbei. Ja. Und dann hoffe ich, man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Jo. Ich habe auch zuerst gedacht, das wäre die...